Ich bin im Sommer Vater geworden. Also, besser gesagt, meine Moni, die Frau und ich, also die Frau, meine Moni und ich, wir sind im Sommer Vater geworden. Und deswegen... Ihr seid ein super Publikum. Deswegen ist natürlich vieles, was ich hier sage, auch den Hormonen zu verdanken. Ne? Das ist klar. Nein, es gibt Studien, ich habe das im Stern gelesen, dass Männer auch starken Gefühlsschwankungen unterlegen sind in der Schwangerschaft. Und viele Männer nehmen sogar im Laufe der 9 Monate mit ihrer Frau stetig zu. Ist wirklich wahr. Über 50% der Männer hören erst mit dem 60. Lebensjahr auf mit diesem Zunehmen. Ja. 10% sogar erst mit dem eigenen Ableben. Das ist hochinteressant, nicht wahr? Und diese Gefühlsschwankungen, die gehen bewiesenermaßen hin bis zu postnataler Diarrhoe. Wirklich wahr? Prostitution? Postnatale... warte mal, ihr kennt das ja, große Latinum. Bei mir bis hin zu postnataler Schizophrenie. Ist wirklich wahr. Ich werde euch das alles erklären können. Das wird psychisch wirklich vom Feinsten heute. Also, postnatale Schizophrenie ist die Diagnose, die ich mir habe stellen müssen in der Rolle des Arztes. Und zwar, ich habe natürlich, nicht lachen, nicht reden, ihr dürft nur staunen. Nein, ich habe natürlich als Ehemann die Schwangerschaft meiner Frau voll mitgefühlt. Na klar. Und ich als Schauspieler doch umso mehr. Wirklich, das ging so weit, dass ich in den ersten Monaten auch diese Reizbarkeit hatte. Ne? Wirklich wahr. Und ich hatte sogar seltenere Symptome. Haarausfall, das sieht man immer noch. Ganz, ganz bleich gewesen. Eisenmangel. Ich will offen mit euch sein. Ich hatte sogar Verstopfung. Wirklich wahr. Nein, Gelüste und all das. Und in den letzten Monaten ging das so weit, dass ich sogar Rückenschmerzen hatte. Ich konnte nur noch auf der Seite schlafen. Ist das nicht unglaublich? Mir wurde sogar 2x im Bus ein Platz angeboten. Ja! Ich habe nur kurz sagen müssen, Entschuldigung, ich bin schwanger, ne? Das war überhaupt gar nicht nötig, das hat er doch eh gewusst. Der hat doch gleich gesagt, ja, ist klar. Ne? Und da hat dann auch die Frau, meine Frau Moni, die hat dann auch schon gemerkt, okay, da stimmt was nicht, der verbeugt sich ja ständig, nicht wahr? Gut, da gab es aber immer noch irgendwelche Anlässe, da hat der Regen an die Scheibe geklatscht oder irgendwas Realistisches. Ne? Gut, ich muss auch nochmal dazu sagen, die Frau Moni meine, die hat mich sehr in der Schwangerschaft alleine gelassen. Wirklich wahr. Ich hätte mir dann natürlich gewünscht, dass mich mal jemand in den Arm nimmt. Ja, besonders im letzten Trimester. Gut, die kann das nicht ertragen, wenn ich mal im Mittelpunkt stehe. Aber dann kam die Kaiserschnitt. Der Kaiserschnitt. Natürlich habe ich mir eine richtige Geburt gewünscht. Ich wollte auch einen spannungsgeladenen langen Auftritt für meinen Sohn haben. Ne? Aber die Ärzte sagten, der Sohn ist zu groß. Logik, man könnte auch sagen, die Moni ist zu klein. Aber nein, wirklich, war der zweite Kaiserschnitt. Der Kaiserschnitt, zweite Mal. Beim ersten Mal haben sie gesagt, der hätte sich nicht gedreht. Wo ich auch denke, hätte sich die Moni auch außenrum drehen können. Ja? Aber alles halb so wild. Kaiserschnitt, ganz toll gewesen. Ganz toll inszeniert, wirklich. Also, die haben da über den Bauch von der Frau Moni meiner, der haben die einen Vorhang gespannt für mich als Theaterschaffende. Da wurde hinter dem Vorhang operiert, ne? Und dann haben sie diesen traditionellen Theaterauftritt gebrochen, indem sie nicht Vorhang auf, der Kleine tritt auf, nee, die haben den rübergehoben. Völlig nackt, ohne Kostüm. Und da war ich dann so gerührt und so stolz, dass ich mich halt auch verbeugt habe. Nochmal. Nee, Obacht, der Unterschied jetzt, ich hatte mir den Applaus vorgestellt. Ne? Und auch da muss ich dazu sagen, hat mich Moni sehr allein gelassen. Ja, gut, Vollnarkose, ne? Aber ist ja auch eine Entscheidung. Nee, muss ich ja sagen, ist eine Entscheidung, wenn du dich für so einen wichtigen Moment für deinen Mann, wenn du dich da sehr abschießt. Ne? Okay, aber dann ich trotzdem besser Dinge, hab den Ärzten gesagt, dass ich sie super fand, dass das total authentisch war, was sie da gemacht haben und so. Und dann sind die raus und ich sage, ich bleib noch ein bisschen hier, ich mache noch mal einen Einzelapplaus. Ne? Und, ja, und dann habe ich mich noch mal so richtig, habe ich mich noch mal einen Moment alleine verfolgt, weil ja, 2-3 Mal allein, ja, ich habe auch Bravo gerufen. Ich habe also richtig Bravo gerufen und das muss zufällig in den Gängen vom OP-Saal, da ist zufällig der Krankenhauspsychologe gerade langgelaufen. Ich denke, der hat meine Stimme erkannt, vielleicht war der auch mit auch
wahrscheinlich ein Theatergänger, ne? Und er dachte, oh, das ist doch der Humor, den will ich mal kennenlernen, ne? Und dann kam der rein und sagte auch zu mir, ob ich mich vielleicht mal mit ihm unterhalten würde, ne? Und ich bin nicht so ein abgehobener Typ mehr, so ein Schauspieler zum Anfassen, ne? Und deswegen habe ich auch gleich gesagt, klar, Mann, ich pelle mich hier aus dem Krankenhauskostüm raus, wir treffen uns unten in der Kantine. So. Denn ist mir da aber aufgefallen, dass bei mir doch ein bisschen was, dass da ein bisschen was schief läuft. Und zwar, der hat mit mir zusammen analysiert, dass ich irgendwie so eine, der nannte das Allmachtsfantasie, lateinisch, ich hab's große Latein, ach, ich hab's schon gesagt, ne? Auch geil irgendwie. Allmacht, Omnipotenz, dass ich da so Fantasien entwickelt hätte, ne? Und das ist auch erstmal bei mir natürlich jetzt ganz verständlich gewesen, ne? Jetzt bin ich stolzer Vater. Ne, jetzt habe ich den Oscar und den Grammy, ne? Also mit dem Namen war meine Idee, mein erster Sohn heißt Oscar und der ist der Grammy. Jetzt habe ich den Oscar und den Grammy zu Hause. Das ist ihre stolze Idee. Ne? Also jetzt geht's aber noch weiter. Ne, dann habe ich ja auch die Schwangerschaft so toll dargestellt. Da war ich natürlich auch irgendwie glücklich und dann ist doch so, das Max Stunde lief doch auch so super. Der Thomas immer, sagen wir, jetzt kommt doch noch der Pavel Balem und will mich interviewen. Und nachher, das ist doch einfach, da kannst du auch ein bisschen, da komme ich woanders nicht mehr raus. Kinder, ich finde das einfach, das ist für mich einfach so eine Unglaublichkeit, dass ich aus dieser ganzen, aus dieser Höhenfluggeschichte, dass ich dann mit beiden Beinen am Ende wieder so gesund auf dem Boden gelandet bin. Auch psychologisch irgendwie habt ihr dann durch, ich spüre aber. Das ist super, wirklich. Nein, die Gefahr bestand daran, hat der Krankenhauspsychologe auch gesagt. Es ist natürlich so, dass dieser allmächtige, dieser omnipotente Max natürlich den anderen Max verdrängt, den es ja auch gibt, ne? Ja. Hab ich einen Blick. Nein, wirklich. Der meldet sich doch sonst mit Aggressionen zu Wort, dieser ängstliche Max, dieser machtlose Max, ich will sagen, unmächtig, also lateinisch, impotent Max. Also, und deswegen will ich jetzt mit euch über den impotenten Max. Der Sprint. Ich möchte mit euch über den impotenten Max reden. Nee, also, Moment, warte mal, nee, nicht über den impotenten Max, das wäre nicht, dass jetzt jemand hier rausgeht und der Ruhr ist impotent, das wollen wir nicht, dass der da, habe kein organisches Problem, oder nee, ich habe auch kein psychisches oder geistiges, ich weiß, dass man, wenn man daran denkt, dass sich das dann auch gleich fällt, das ist auch nicht, das habe ich gehört, das weiß ich von mir, jetzt kommt Kinders, ja, ich sitze hier nicht auf der Anklagebank. Was ist denn in euch gefahren? Also ich öffne mich hier, Mensch. Euch setze ich auseinander. Nein. Mensch, das ist was ganz Natürliches, kann ich hier nur sagen. Und zwar ist es so, dass ein Mann nach der Geburt selbstverständlich auch Allmachtsfantasien kriegt, einfach weil da ein Leben entstanden ist, weil ich da ein Leben geschaffen habe, ne? Mit diesem kleinen Körperteil. Achso, nee, warte doch jetzt mal. Es geht ja nicht darum, dass es ein kleines Körperteil ist. Das ist eine ganz normale Grund. Aber ist ja auch egal, es gehört doch einfach überhaupt nicht hierher. Mensch, Kinder, nee. Im Vergleich halt. Also nicht im Vergleich zu anderen Männern. Ja, jetzt ist gut, haha, hi. Du sitzt hier nicht auf der Anklagebank, Mann. Wie schnell so eine Stimmung kippen kann.